Ja, herzlich willkommen zum Vortrag in der Reihe Faszination Astronomie Online heute. Und das Thema werden Supernovae sein, wie massereiche Sterne explodieren. Ich möchte mich also als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching mit einem meiner Arbeitsthemen vorstellen hier. Und es wird um die Frage gehen, wie Sterne sterben. Sterne, die sehr viel schwerer sind als unsere Sonne. In unserer Milchstraße, unserer Heimatgalaxie, existieren ja etwa 100 Milliarden Sterne. Und die meisten dieser Sterne, die leben Milliarden Jahre, viele 100 Millionen, Milliarden Jahre. Einige sind so alt wie die Milchstraße selbst, circa 10 Milliarden Jahre. Unsere Sonne selbst hat bereits 5 Milliarden Jahre Leben hinter sich. Es gibt aber auch Sterne, die machen folgendes Ereignis. Hier sehen wir einen Stern im Zentrum des Bildes, den wir schon auf Fotoplatten hatten. Und er macht innerhalb von wenigen Stunden, Tagen und Wochen einen Vorgang durch, in dem er um Milliardenfaches heller wird als während seiner Lebzeit. Dieses Ereignis bezeichnen wir als Supernova-Explosion. Es ist ein Ereignis, das den Tod dieses Sterns markiert. Ich habe hier noch einmal diese beiden Bilder nebeneinander gestellt. Also in der linken Abbildung sehen wir den Stern, wie er vor seinem Todesereignis uns auf Fotoplatten bekannt war. Der Name des Sterns ist Sanduliak-69202. Und dieser Stern existierte in der großen Magellanschen Wolke, im Tarantelnebel in der großen Magellanschen Wolke. Die große Magellanische Wolke ist ja ein kleiner Begleiter unserer Milchstraße. Und rechts sehen wir die Supernova, die am 23. Februar 1987 von diesem Stern ausgegangen ist, eine Explosion dieses Sterns und der Name dieser Supernova, dadurch, dass sie die erste Supernova war, die im Jahr 1987 beobachtet wurde, hat sie ein A bekommen. Der Name ist also Supernova 1987a. Die meisten Supernovae, die wir als Astrophysiker, Astronomen beobachten, finden allerdings außerhalb unserer eigenen Milchstraße, außerhalb unserer Heimatgalaxie statt. Und hier ist eine besonders schöne Aufnahme der Feuerradgalaxie, auch M0101 genannt, in 21 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und für diejenigen, die ein gutes Auge haben, wird der Unterschied zwischen dem linken und rechten Bild schon sichtbar geworden sein. Es ist dieses Lichtpünktchen hier, das ist eine Supernova, die in einem der Spiralarme dieser Milchstraße im August des Jahres 2011 erstrahlt ist. Und auf der linken Aufnahme vom April desselben Jahres sehen Sie an derselben Stelle keinen auffälligen Stern. Diese fernen Milchstraßen mit ihren Supernovae, die werden mehrere tausend Male mittlerweile von Astronomen pro Jahr gesichtet. Also Supernova-Ereignisse sind durchaus häufige Ereignisse. Allerdings in unserer Milchstraße passieren sie selten, nur zweimal etwa pro Jahrhundert. Und wir können sie daher wenig in seltenen Fällen live sehen. Es gab einige historische Ereignisse, die von Astronomen Johannes Kepler und Tycho Brahe beobachtet wurden, aber was wir heute von Überresten von Supernovae in unserer eigenen Milchstraße sehen, sind die Überreste. Davon kennen wir etliche hundert. Hier ist ein besonders schönes Beispiel, der Krebsnebel. Der Überrest, das Gas, die Sterntrümmer, die sich mit mehreren tausend Kilometern pro Sekunde in den zirkumstellaren Raum, in den umgebenden Raum des Sterns ausbreiten, und diese Supernova ereignete sich im Jahre 1054. Und wir kennen von dieser Supernova historische Berichte von chinesischen und arabischen Astronomen, die uns erlauben, den Helligkeitsverlauf dieser Supernova sogar im Detail nachzuvollziehen. Die Berichte sind sehr ausführlich und sehr detailliert. Das muss ein spektakuläres, auch tagsüber für Wochen beobachtbares Himmelsereignis gewesen sein. Ein anderer Überrest in unserer Milchstraße von den circa 200 bis 300, die wir kennen, ist dieses wunderschöne Himmelsobjekt. Der Krebsnebel
ist in einer Entfernung von 6500 Lichtjahren und dieses Objekt ein bisschen weiter weg, 11.000 Lichtjahre. Und der Überrest, den wir hier sehen, der heißt Cassiopeia A, der Supernova-Überrest in Cassiopeia A. Und die Supernova, die diesen Stern zur Explosion gebracht hat, die hat sich im Jahr 1680 circa ereignet. Wir haben nur einigermaßen diffuse Berichte vom Royal Astronomer John Flamsteed, der am Observatory, Greenwich Observatory in London gearbeitet hat. Diese Supernova wurde also damals nicht wirklich mit hoher Genauigkeit beobachtet und wir haben keine präzisen Berichte. Allerdings können wir den Supernova-Überrest in allen Wellenlängenbereichen heute mit hoher Präzision beobachten. Hier eine wunderschöne Aufnahme, die sich aus optischen Röntgen und Infrarotbildern zusammensetzt. Und wir sehen hier die Sterntrümmer mit den ganzen filigranen Filamenten. Und wir sehen insbesondere auch durch diese Messungen Elemente verschiedener Art, Eisen, wir sehen Titan, radioaktives Titan, wir sehen Sauerstoff, Kohlenstoff, Magnesium, Argon in diesem Supernova-Überrest, Silizium. Wir können also die Supernova heute nachvollziehen und wir haben Lichtechos von dem eigentlichen Ereignis um 1680 und wissen sogar, welche Art von Supernova das war. Supernovae sind also die Explosionen von massereichen Sternen am Ende ihres Lebens und diese Sterne werden bei solchen katastrophalen Ereignissen zerstört. Supernovae sind die stärksten und hellsten Explosionen, die wir im Weltall kennen. Und sie strahlen für Wochen und Monate so hell wie die Sterne einer gesamten Galaxie. Und setzen dabei innerhalb von Tagen so viel Energie frei, wie die Sonne in 10 Milliarden Jahren ihres Lebens erzeugen wird. Die Frage, die wir also zunächst stellen müssen, um zu beantworten, warum die Sterne als Supernovae enden, ist die Frage, warum und wie Sterne altern. Sterne insbesondere, die sehr viel schwerer sind als unsere Sonne. Wenden wir uns zunächst unserer Sonne nochmal zu. Die Sonne, die kennen wir als helle Lichterscheinung am Himmel, als Feuerkugel, die uns mit Helligkeit, Wärme, Licht versorgt und damit erst das Leben auf der Erdoberfläche möglich gemacht hat. Der Prozess, der diese Energie erzeugt, der vollzieht sich aber im Zentrum der Sonne, im tiefsten Inneren des Sonnenballs. Und die Sonne sehen Sie rechts hier auf der Folie. Und das Sonnenzentrum, selbst als Kern bezeichnet, besitzt viele Millionen Grad Temperatur. In dem Sonnenzentrum laufen kernphysikalische Prozesse ab, die von diesen beiden Herren, nämlich Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizsäcker, schon in den 1930er Jahren, also in den Anfangszeiten der Kernphysik, verstanden wurden und die damals als energieliefernder Prozess in der Sonne diskutiert wurden. Der Prozess, der abläuft, den bezeichnen wir als Kernfusion und es handelt sich um die Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium. Und was im Detail abläuft, ist eben die Verschmelzung von vier Atomkernen von Wasserstoff. Und die Atomkerne heißen Protonen, positiv geladene Protonen, die sich in einen Helium-Atomkern umwandeln. Die verschmelzen bei diesen hohen Temperaturen und Dichten im Sonneninneren zu dem Atomkern Helium. Und diese Fusionsreaktion setzt Energie frei. Und auf diesem Wege werden auch zwei positiv geladene Antiteilchen der Elektronen, sogenannte Positronen, erzeugt. Und zwei Neutrinos. Und die Neutrinos, die in diesem Prozess freigesetzt werden, die entweichen aus der Sonne ungehindert und die erreichen uns hier auch in großer Zahl auf der Erde durch jeden Quadratzentimeter unserer Haut, durch jeden Quadratzentimeter hier auf der Erde strömen pro Sekunde ungefähr einige Milliarden von solchen Neutrinos. Ganz, ganz wenige wechselwirken auf dem Weg durch die Erde. Und wir haben hier unterirdische Detektoren, unterirdische Laborexperimente, in denen wir einige von diesen Neutrinos in großen Tanks einfangen und sogar die Temperatur im Sonnenzentrum über die Messung solcher Neutrinos bestimmen können. Der Freisetzungsmechanismus der Energie, der hier sich vollzieht, der beruht auf der Tatsache, dass dieser Helium-Atomkern
stärker gebunden ist, eine gewisse Bindungsenergie hat. Es wandeln sich auch auf dem Wege dieser Reaktion zwei der Protonen in zwei Neutronen um. Da werden dann die Neutrinos und die positiven Antielektronen freigesetzt. Und diese Kernfusion, die beruht, oder die Energiefreisetzung beruht auf der berühmten Formel von Albert Einstein, wahrscheinlich seiner berühmtesten in der speziellen Relativitätstheorie formulierten Formel, nämlich Energie und Masse stehen in einer Äquivalenzrelation. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Was diese Formel bedeutet, ist, dass Umwandlung von Masse Energie erzeugt. Und das genau passiert in chemischen Reaktionen, wobei bei chemischen Reaktionen nur ganz, ganz winzige Mengen an Masse in Energie umgewandelt werden. Aber es passiert genauso in Kernfusions- und Kernspaltungsreaktionen, wo sich Atomkerne ineinander umwandeln. Und bei solchen Umwandlungsreaktionen von Protonen zum Beispiel eben in Heliumatomkerne wird ein kleiner Bruchteil der Protonenmasse in Energie verwandelt und erzeugt damit die Energie im Zentrum der Sonne über solche Kernfusion. Aber auch hier auf der Erde kennen wir die Prozesse. In Kernspaltungsreaktoren läuft das kontrolliert ab. In Atombombenexplosionen läuft Kernspaltung unkontrolliert als Explosion ab. Hier der Atompilz von der Explosion, die durch den Abwurf der Atombombe auf Nagasaki 1945 verursacht wurde. Und links unten habe ich eine Abbildung einer Wasserstoffbombenexplosion von französischen Kernphysikern auf dem Mururoa-Atoll im Südpazifik im Jahr 1971. Also über diese katastrophalen Energiefreisetzungsmechanismen haben wir sogar uns Bomben gebaut. Kommen wir wieder zu erfreulicheren Dingen, widmen wir uns nochmal der Sonne und dem Ausblick auf das weitere Leben der Sonne. Die Sonne wird insgesamt für ca. 10 Milliarden Jahre Protonen verschmelzen in die Heliumatomkerne. Danach wird das Sonneninnere sich zusammenziehen, die Temperatur wird dort anwachsen und die Sonne wird einen weiteren Fusionsprozess, eine weitere Fusionsstufe durchlaufen und dabei Heliumatomkerne verschmelzen in das Element Kohlenstoff, also noch schwerere Atomkerne und auch dabei nochmal über 3 Milliarden Jahre Energie produzieren. Danach wird die Sonne ihr Endstadium erreichen. Sie wird sich in ihrem Inneren zusammenziehen zu einem sogenannten weißen Zwergstern und dieser Stern wird dann über Milliarden Jahre langsam auskühlen. Schwerere Sterne, Sterne, die mehr als circa zehnfache Masse unserer Sonne haben, die werden nach dem Kohlenstoffbrennen in ihrem Zentralbereich so heiß, dass weitere Fusionsreaktionen ablaufen können. Es kann sich Kohlenstoff umwandeln in einem nächsten Fusionsschritt in Sauerstoff und Magnesium. Danach wird sich der Stern weiter zusammenziehen, noch heißer in seinem Inneren werden. Es wird sich dann Sauerstoff in Silizium und Schwefel verwandeln. Und wenn der Stern genug heiß in seinem Zentrum wird, wird sogar Silizium und Schwefel werden weiter verbrennen in Eisen und Nickel. Eisen und Nickel besitzen dann die höchste Bindungsenergie. Der Stern hat in diesem Stadium folgende Struktur erreicht. Er hat eine sogenannte Zwiebelschalenstruktur aufgebaut, in dem ein Kern aus Eisenmaterie umgeben ist von den Schalen der früheren Brennstadien. Also um den Eisenkern herum sitzt immer noch eine Siliziumschicht. Die Siliziumschale ist umgeben von einer Sauerstoffschicht. Dann kann Kohlenstoff noch übrig geblieben sein. Und wenn der Stern seine äußeren Schichten noch weiter besitzt, wird eine Heliumschicht von einem Wasserstoffmantel umgeben sein. Das ist dieses Endstadium, das der Stern dann nach Millionen von Jahren von Kernfusionsreaktionen aufgebaut hat. Der Eisenkern im Inneren hat ungefähr die Größe unseres Erdmondes, also einen Durchmesser von mehreren tausend Kilometern. Wie gesagt, er ist aus Eisenmaterie aufgebaut, er ist hochverdichtet und besitzt etwa die Masse der Sonne oder 1,5-facher Masse sogar unserer Sonne. Der Ofen im Inneren des Sterns ist dann erloschen. Eisen kann nicht weiter fusioniert werden. Eisen hat die höchste Kernbindungsenergie pro Atomkernbaustein und kann nicht mehr weiter Fusionsreaktionen treiben. Die Frage ist, was passiert dann? Und diese Frage wurde erstmals
in einer Arbeit schon in den 1930er Jahren von zwei Astrophysikern, Walter Bade, ein Deutscher, und Fritz Zwicky, ein Schweizer. Beide haben damals am berühmten Caltech-Institut in Pasadena nahe von Los Angeles als Theoretiker gearbeitet. Und in einer Arbeit in 1933 im Journal Physical Review veröffentlicht, wurde von den beiden eine visionäre These, eine Hypothese geäußert, die besagt, dass der Kernbereich eines solchen entwickelten, massereichen Sterns zu einem Neutronenstern kollabiert, wobei der Rest des Sterns als Supernova explodiert. Das war eine wahrhaft gewagte Hypothese, denn diese Hypothese kam nur ein Jahr, nachdem Chadwick in England die Existenz von Neutronen als neutrale Atombausteine, Atomkernbausteine nachgewiesen hat. Und bereits ein Jahr später haben Fritz Zwicky und Walter Bade über die Existenz von Neutronensternen hypothetisiert. Es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis die Existenz von Neutronensternen wirklich beobachtungsmäßig bestätigt wurde. Das ist diesen beiden Astronomen gelungen, Jocelyn Bell und Anthony Uish. Jocelyn Bell hat damals als Doktorandin im Alter von 24 Jahren mit Anthony Uish in Cambridge am Observatorium gearbeitet. Und sie hat in ihrer Doktorarbeit das erste Mal radioastronomische Messungen analysiert und hat dort periodische Veränderungen, Pulse gefunden. Man hat damals spekuliert, ob das nicht Aliens wären, die Signaturen periodisch Richtung Erde schicken. Aber Jocelyn Bell selbst hat schon über die Existenz von Neutronensternen als Objekt dieser Signale spekuliert. Mit den Radiopulsaren damals eben ist der Nachweis von Neutronensternen gelungen. Neutronensterne sind hochverdichtete Kugeln von mehr als einer Sonnenmasse Materie in einem Raumbereich verdichtet, der kleiner ist als der Durchmesser von München. Und dadurch, dass die Materie so hoch, extrem hohe Dichten besitzt, können diese Neutronensterne extrem schnell um die eigene Achse rotieren und senden dabei entlang ihrer starken Magnetfelder Lichtblitze aus, die wir als Radiosignale messen können. In unserer eigenen Milchstraße kennen wir etliche tausend solcher Pulsare, und einer von diesen Pulsaren sitzt auch im Zentrum dieses Nebels, den ich bereits vorgestellt habe, im Zentrum des Krebsnebels, hier raus vergrößert in einer Röntgenaufnahme. Und dieser Pulsar dreht sich 33 Mal pro Sekunde um die eigene Achse und beschleunigt dabei eben geladene Teilchen, die dann wiederum Strahlung erzeugen und das Innere dieses Gasüberrestes eben in diesem bläulichen Licht erstrahlen lassen. In diesem anderen Supernova-Überrest, über den ich schon gesprochen hatte, Cassiopeia A, kannten wir lange keinen kompakten Stern, keinen Neutronenstern. Und vor allem in diesem Supernova-Überrest existiert kein Pulsar. Daher war nicht bekannt, von welcher Art von Supernova dieser Überrest stammt. Aber mit hoch aufgelösten Aufnahmen des Röntgenteleskops Chandra konnten wir diesen Lichtpunkt hier im Zentrum identifizieren. Und das ist ein nicht als Pulsar lichtabgebender Neutronenstern, der lediglich Röntgenstrahlung abgibt und über dieses Röntgenlicht auskühlt. Ja, jetzt kommen wir zum zentralen Teil meines Vortrags, nämlich zur Frage, was verursacht diese Explosionen denn nun? Wir kennen jetzt das Endstadium der Sterne, und ich habe hier nochmal die Folie, bei der diese Zwiebelschalenstruktur gezeichnet ist, im Inneren der Eisenkern, umgeben von den Brennschalen mit Asche aus diesen verschiedenen Brennstadien. Diesen Eisenkern und seine Umgebung werden wir uns jetzt im Folgenden genauer betrachten, denn dort läuft die entscheidende Physik ab. Dort laufen die Prozesse ab, die den Stern letztendlich zur Explosion bringen und dann final als Supernova erstrahlen lassen. Wenn dieser Eisenkern im massereichen Stern wächst durch Siliziumverbrennung, wächst die Masse in diesem Kern des Eisensterns kontinuierlich an. Und sie wächst vor allem an, bis eine Masse erreicht wird, die nahe einer limitierenden, einer begrenzenden Masse, die hat den Namen Chandrasekhar-Masse, angewachsen ist. Und diese Chandrasekhar-Grenze letzten Endes ist eine Stabilitätsgrenze. Es laufen in der Nähe dieser Chandrasekhar-Masse aber dann entscheidende, die Instabilität verursachende mikrophysikalische
Vorgänge im Inneren ab, kernphysikalische Reaktionen. Ich gehe jetzt da nicht im Detail drauf ein, das sind komplizierte Prozesse. Und diese Prozesse in der Nähe dieser Chandrasekharschen Grenzmasse machen den Eisenkern instabil und führen innerhalb von weniger als einer Sekunde zu einem katastrophalen Kollaps, zu einer Implosion, die erst endet, wenn sich im Zentrum des sterbenden Sterns dann ein Neutronenstern zu bilden beginnt. Also diese hohe Verdichtung der Materie, die im Neutronenstern erreicht wird, wo die Materie so hoch verdichtet ist wie in Atomkernen und dann weitere Kompression nicht mehr möglich ist. In dem Moment, wo der Neutronenstern sich zu bilden beginnt, wo also das Objekt, das später mal zum Neutronenstern werden wird, der sogenannte Proto-Neutronenstern sich zu bilden beginnt, erleidet die Materie einen Rückprall. Das heißt, die Materie plötzlich wird abgestoppt und die Materie, die vom Eisenkern weiter auf dieses Objekt, das sich zu bilden beginnt, einregnet. Diese Materie prallt von dem sich bildenden Neutronenstern, von dem Protoneutronenstern ab. Und auf diesem Wege erzeugt die Materie, werden sehr starke Druckwellen erzeugt. Eine sogenannte Stoßwelle, eine sogenannte Stoßfront entsteht, die dann versucht, durch diesen Eisenkern nach außen zu propagieren, durch dieses Eisenmaterial sich nach außen voranzukämpfen. Und diese Stoßwelle muss natürlich sowohl das Eisenmaterial überwinden, als auch den weiteren Einfall, das weitere Kollabieren dieser Materie überwinden. Wir haben lange gedacht, in den 1970er und noch in den 1980er Jahren, dass die Stoßwelle auf dem Weg nach außen erfolgreich den Eisenkern überwindet, außerhalb dieses Eisenbereichs dann in niedere Dichten läuft und weiter beschleunigt und den Stern dann direkt zur Explosion treibt. Allerdings, als die Rechnungen und das Verständnis der Physik immer besser wurden, mussten wir einsehen, dass auf diesem Wege, auf dem direkten Weg durch die Stoßwelle, keinerlei Explosion verursacht werden kann. Das Problem ist hier auf der Folie dargestellt. Die Stoßfront, die durch den Eisenkern hindurchläuft, die heizt die Materie des Eisenkerns so stark auf, dass dieses Eisenmaterial unmittelbar zerlegt wird in freie Neutronen und Protonen. Und dieser Prozess verschlingt unheimlich viel Energie. Der verschlingt genauso viel Energie, wie der Stern vorher über seine Millionen Jahre ablaufenden Fusionsreaktionen durch die Verschmelzung von Wasserstoff beginnend über die verschiedenen Brennstufen, über die ich geredet habe, dann gewonnen hat, indem der Stern in seinem Inneren Eisen aufgebaut hat. Und diese plötzliche Zerlegung von Eisen braucht alle diese Energie, die vorher gewonnen wurde, wieder auf. Und der Stoß erleidet auf diesem Weg eine so starke Abschwächung, dass er letztendlich noch deutlich innerhalb des Eisenkerns zum Stehen kommt, wie wir sagen, stagniert und die Explosion nicht verursachen kann. Und es war lange, über 50 Jahre nämlich, ein Rätsel, was dann passiert und wie genau die Prozesse ablaufen, die den Stern zur Explosion treiben. Die erste Hypothese ist allerdings bereits in den 1960er Jahren von diesen beiden Herrschaften geäußert worden. Sterling Colgate, der bis 2013 gelebt hat, ich habe ihn selbst mehrmals getroffen und auch mit ihm sprechen können, und seinem Kollegen Richard White. Richard White war ein Computerphysiker am Livermore Laboratory, National Laboratory in den USA. Der hat dort Computercodes geschrieben und zusammen mit Sterling Colgate, der die Ideen und die Physik geliefert hat, hat Richard White damals in den 60er Jahren die ersten Rechnungen gemacht, was in solchen kollabierenden Sternen ablaufen sollte. Und bereits in diesen Rechnungen hat sich das Problem der Stoßwelle abzuzeichnen begonnen, allerdings noch mit sehr vereinfachter Physik. Und Sterling Colgate hat dann die Hypothese geäußert, dass der entstehende Neutronenstern, der anfangs ein extrem heißes Objekt sein musste, dass dieser Neutronenstern Neutrinos in großer Zahl abstrahlt und diese Neutrinos Ursache für die Explosion sein könnten. Und in den Computermodellen wurde dieser Prozess noch per Hand eingegeben. Also es wurden erste Modelle gebastelt, aber natürlich in dieser Zeit, 1966, waren weder die Computer leistungsfähig genug, noch das Verständnis der Details der Physik war ausreichend vorhanden, um diese Prozesse im Inneren kollabierender und sterbender Sterne genau zu verstehen. Hier auf der Folie zeige ich Ihnen nochmal, was die Idee war und wie das ablaufen sollte.
Der Neutronenstern als heißes Objekt hat also Neutrinos abgestrahlt oder strahlt Neutrinos ab, und diese Neutrinos bleiben zum Teil dann in der umgebenden Materie stecken, führen dieser Materie durch ihre Reaktionen Energie zu und treiben die Stoßwelle entgegen der einfallenden Materie weiter nach außen. Hier noch in der Siliziumschale, der Stoß befindet sich noch in der Siliziumschicht, und dann mit Hilfe dieses Neutrino-getriebenen Mechanismus kann sich der Stoß weiter nach außen, hier dann in der Sauerstoffschicht, ausbreiten und führt auf diesem Weg, angetrieben von solchem Energie-Input, von solchem Heizen von Neutrinos, zur Explosion. Und erzeugt auf diesem Weg auch durch Kernfusionsreaktionen, zum Beispiel von der Fusion von Sauerstoff in Nickel, radioaktives Material, Nickel, das auf diesem Wege erzeugt wird und dann bei der Explosion ausgeschleudert wird, ist ein radioaktives Element, das innerhalb weniger Tage zu radioaktivem Kobalt zerfällt und dann das radioaktive Kobalt über eine Halbwertszeit, über eine Lebensdauer von circa 70 Tagen, zerfällt dann in stabiles Eisen. Und auf diesem Wege wird Energie freigesetzt, die dann die Supernova über Wochen und Monate zu einer so hellen Lichterscheinung und zu einem so spektakulären, astronomisch beobachtbaren Ereignis macht. Lassen Sie mich den Vorgang, der dabei abläuft und die Ursache für diese Explosion ist, anhand eines einfachen Experiments erläutern. Dieses Experiment können Sie auch in Ihrer Küche durchführen. Sie setzen einen Kochtopf auf eine Heizplatte und füllen den Kochtopf teilweise mit Wasser, setzen einen Deckel stabil auf, sodass dieser Deckel gut verschließt, und lassen das Wasser im Kochtopf zum Kochen. Bringen das Wasser zum Kochen. Auf diesem Weg wird dann Dampf erzeugt und der Dampf sammelt sich unter dem Deckel, und wenn der Dampfdruck hoch genug wird, kann der Deckel vom Kochtopf weggesprengt werden. Natürlich ist dieses Experiment in der Küche, hat unschöne Folgen. Sie haben danach einiges aufzuräumen und zu säubern. Deswegen machen wir bei einem Tag der offenen Tür ein kleines anderes Experiment. Wir nehmen alte Fotodosen. Heutzutage mit den Digitalkameras kennt man das kaum mehr, aber das waren schöne Plastikdosen. Und die Deckel haben sehr gut geschlossen. Und wenn man die halb mit Wasser füllt und eine Brausetablette ins Wasser wirft oder ein Stück von der Brausetablette und den Deckel schnell schließt, dann empfehle ich Ihnen, diese Dose schnell beiseite zu stellen. Und was dann passiert, ist, dass eben dieser Deckel, da bildet sich Druck unter diesem Deckel, und der Druck führt dann dazu, dass diese Deckel abgesprengt werden kann. Und auf der Folie rechts sehen Sie eben dann den Vorgang in der Supernova, wo der Kern der Supernova Material, also Neutrinos emittiert, der Neutronenstern, der heiße Neutronenstern, heizt die umgebende Materie und sprengt die Stoßwelle ähnlich wie der Deckel, wie den Deckel von der ähnlich wie den Deckel vom Topf ab, und die Supernova-Explosion wird ausgelöst. Die Frage hier ist nur, ist diese Theorie richtig? Und um das zu beantworten, führen wir Computerexperimente durch. Wir brauchen also einen Supercomputer, um die entsprechenden komplizierten Gleichungen zu lösen. Und diese Gleichungen habe ich hier auf der Folie Ihnen kurz zusammengestellt in einer vereinfachten Form. Und diese Gleichungen sind die Beschreibung der Materiebewegungen, der Bewegung oder der Struktur der Raumzeit und auch des Neutrinotransports. Und um diese Gleichungen zu lösen, müssen wir, wie gesagt, Modellrechnungen in Supercomputern unternehmen. Die sind unverzichtbar. Wir müssen über die Berechnungen auf dem Computer Lösungen dieser Gleichungen für die Bedingungen in Sternen ausrechnen. Und die Supercomputer habe ich Ihnen hier in einigen Beispielen vorgeführt. Diese Supercomputer stehen in riesigen Hallen, fabrikgroßen Hallen. Und hier sind zwei dieser Supercomputerzentren mit ihren Rechenmaschinen gezeigt. In Jülich, nahe Aachen, ist das Neumann-Institut für Computing, und hier in Garching haben wir das Leibniz Supercomputer Center. Und da sind diese Maschinen mit vielen 100.000 Prozessorkernen, und für unsere Rechnungen nutzen wir etliche 10.000 von diesen Prozessorkernen, um unsere Supernova-Gleichungen zu lösen. Ich zeige Ihnen jetzt hier einige der Ergebnisse. Sie sehen hier auf der Folie den Zentralbereich in einer Supernova-Rechnung, der entstehende Neutronenstern. Und Sie sehen hier als blaue umgebende Schale die Stoßfront. Und dieses Material, das hier rot
und gelb dargestellt ist, das ist geheiztes Sterngas von den Neutrinos um den Neutronenstern herum geheiztes Gas. Und dieses Gas steigt in pilzartigen Strukturen auf. Sie sehen das auch hier rechts oben in der dreidimensionalen Simulation. Und diese dreidimensionale Simulation, da zeigt sich auch wiederum diese pilzartigen Strukturen. Und wir kennen solche Strukturen auch hier in der Erdatmosphäre, wenn wir starke Bomben in der Erdatmosphäre explodieren lassen, hier eine Atombombenexplosion, dann steigt dieses extrem geheizte Gas auf in der Atmosphäre und bildet solche Pilze. Aber lassen Sie mich hier die Filme zeigen. Ich werde den Film jetzt starten und kurz anhalten. Also wir sehen hier im Inneren, das war damals noch im Jahr 2009 von meinem Studenten Andreas Marek, eine zweidimensionale Simulation. Sie sehen also da eine merkwürdige Symmetrie um diese Achse, um die senkrechte Achse herum. Und diese gelbe und rote Materie wird dann diese Pilzstrukturen ausbilden. Das ist von den Neutrinos geheiztes Material. Und die blaue Einhüllende hier, die Sie um diese gelbe und rote Schicht herum sehen, ist die Supernova-Stoßwelle. Aber starten wir den Film und wir sehen jetzt diese Pilze. Wir sehen aber auch eine Bewegung, die da entlang dieser vertikalen Achse erfolgt, in dieser zweidimensionalen Rechnung, eine Schlackerbewegung. Und diese Schlackerbewegung, die werde ich Ihnen später auch nochmal in dreidimensionalen Simulationen vorführen. Letzten Endes, nach circa einer halben Sekunde Simulation, breitet sich diese Stoßwelle aus und die Supernova-Explosion beginnt. Ich zeige Ihnen nochmal einen Film in drei Dimensionen jetzt, hier von einer Rechnung einige Jahre später mit deutlich mehr Rechenzeit und größeren Computern. Da sehen Sie hier außen die Materie, die einfällt. Sie sehen wiederum die Stoßwelle, die pilzartigen Strukturen und im Zentrum, nicht sichtbar hier in der Simulation, sehen Sie nicht den Neutronenstern, der die Neutrinos abstrahlt und die Materie heizt. Oben ist eine Zeitachse. Millisekunden sind Tausendstel Sekunden, also hier 0,2 Millisekunden. Und Sie sehen hier unten dann die Skala, mithilfe der wir den Durchmesser des Objekts darstellen. Also lassen wir die Simulation jetzt starten. Und Sie sehen diese Pilzstrukturen langsam wachsen. Und diese Pilzstrukturen, die werden eben von Neutrino geheizter Materie gefüllt. Und dieses Neutrino geheizte Material, das treibt dann die Stoßwelle weiter nach außen und führt schließlich zum Einsetzen der Supernova-Explosion. Wir müssen rauszoomen, damit wir die Materie weiter verfolgen können, die hinter dieser Stoßfront sich auszudehnen beginnt. Und diese Simulation in drei Dimensionen zeigt also den erfolgreichen Beginn einer Sternexplosion. Ich möchte Ihnen aber noch einen Effekt vorführen, der in einem weiteren Film auch dreidimensional zu sehen ist, ähnlich wieder dargestellt. Sie sehen hier wieder Neutrino geheizte Materie. Im Zentrum wird der Neutronenstern hier teilweise sichtbar werden als blaue Kugel. Und hier außen sehen Sie dann den Stoß als bläuliche Oberfläche erscheinen, transparente Oberfläche. Starten wir den Film nochmal und lassen ihn weiterlaufen. Dann sehen Sie jetzt einsetzende Neutrino-getriebene Blasen, die also von Neutrino heizen, um den Neutronenstern herum blubbern und kochen. Aber Sie sehen auch nochmal eine andere Art von Bewegung, nämlich diese Schwipp-Schwapp-Bewegung, die wir vorhin entlang der Achse gesehen haben. Hier in den drei Dimensionen gibt es keine solche Achse. Und Sie sehen, wie diese Schwipp-Schwapp-Bewegung den gesamten Stoß deformiert und hin und her schleudert. Und wir sehen auch wiederum eine Phase, wo vor allem diese Blasen und diese pilzartigen Strukturen dominieren. Und gegen Ende der Rechnung setzt dann nochmal eine solche Schwipp-Schwapp-Mode ein, aber mit einer spiralförmigen Bewegung. Und diese spiralförmige Bewegung ist also eine besondere Ausprägung dieser Schwipp-Schwapp-Instabilität. Das kann man auch im Labor nachvollziehen, mit Hilfe eines Experiments, das mein Kollege und Freund Thierry Foglizzo in Paris aufgebaut hat. Zunächst mal in seinem Garten. Links oben sehen Sie ein Bild des Experiments, das er in seinem Garten konstruiert hat. Und dieses Experiment besteht aus einer gekrümmten Oberfläche, an deren Rand Wasser eingefüttert wird, und dann läuft das Wasser entlang dieser gekrümmten Oberfläche zu einem zentralen Rohr. Und dieses Rohr stellt also den Neutronenstern im Zentrum der Supernova dar. Und wenn der Massefluss hoch genug ist, also wenn man genug viel Wasser einfüttert,
in kurzer Zeit, dann bildet sich ein Sprung in der Wasserhöhe, ein sogenannter hydraulischer Sprung, also ein Wasserhöhensprung. Und dieser Sprung gleicht oder ähnelt der Stoßwelle in einer Supernova. Und dann zeige ich Ihnen jetzt hier zu dem Experiment einen Film, wo Sie sehen, wie also dieses Wasser in Richtung zentrales Rohr läuft und hier dieser Sprung in der Wasserhöhe schön rund bleibt, also keinerlei Bewegungen macht, er bleibt stationär, wie wir sagen. In einem Versuchsaufbau, bei dem der Wasserfluss erhöht wird, fängt dieser Stoß oder dieses Analogon zum Supernova-Stoß an, diese Schwibbewegungen zu machen, die Sie vorher bereits in den Filmen gesehen haben. Und Sie sehen, wie diese Instabilität, wie das bezeichnet wird, zu diesen Stoßbewegungen führt. Und hier in dem dritten Film sehen Sie, dass auch solche Spiralbewegungen auftreten, wenn der Wasserfluss weiter erhöht wird. Also das, was genau passiert, hängt von der Höhe des Wasserflusses, von der Stärke des Wasserflusses ab, der da in diesem Experiment eingestellt wird. Und dieses Experiment existiert mittlerweile in dem Labor in Paris mit einer Größe von 3,5 Metern Durchmesser. Und mein Kollege macht an diesem Experiment weiterhin, untersucht er diese Vorgänge im Supernova-Inneren. Zum Abschluss dieses Teils zeige ich Ihnen jetzt noch eine erfolgreiche Simulation, die wir wenige Jahre später, 2015, auf dem SuperMUG-Rechner in Garching machen konnten. Diese Rechnung hat 50 Millionen Rechenstunden verschlungen und sie ist über mehrere Monate auf 16.000 Prozessorkernen kontinuierlich 24 Stunden am Tag 16.000 kleine Supercomputer, kleine Desktop-Computer haben parallel gerechnet in diesem Superrechner, um diese Simulation zu berechnen. Und Sie sehen, wie der Stern nach etwa einer halben Sekunde beginnt zu explodieren. Hier sehen wir diese wohlbekannte Struktur wieder, wo Materie hinter dem Stoß von Neutrinos geheizt wird. Sie sehen diese Schwibbewegung. Sie sehen sogar die Spirale, spiralförmige Bewegungen. Wir drehen hier die Struktur kurz, um die Deformation zu sehen, die Verformung zu sehen. Dann kommt es zu dieser Phase des Kochens, wo so pilzartige Strukturen von Neutrino geheizter Materie aufsteigen und dann beginnen, die Stoßwelle nach außen zu schieben und die Explosion des Sterns nach etwa 0,4 Sekunden einleiten. Wir verfolgen die Explosion noch ein Stückchen weiter und mussten dann aufgrund des Mangels an weiterer Rechenzeit die Simulation damals abbrechen. Heute können wir noch die Simulationen deutlich länger machen, aber wir haben leider noch kein Filmmaterial von diesen neueren Simulationen, die wir noch deutlich länger jetzt verfolgen können, haben wir keine neuen Filme gemacht. Ja, zum Abschluss des Vortrags komme ich noch auf die Frage, ob wir diese theoretischen Überlegungen, theoretischen Rechnungen auch irgendwie mit Messsignalen bestätigen können, die uns Informationen aus den Vorgängen im tiefsten Kern von solchen Supernova-Explosionen liefern. Und da lassen Sie mich zunächst mal zurückkommen auf die Neutrinos, die ich schon mehrfach erwähnt habe, als entscheidende, als entscheidender Mechanismus, als entscheidendes, als entscheidender Input in den Explosionsmechanismus. Und diese Neutrinos, weil die in so großer Menge aus den Supernova-Inneren entkommen, dieses Neutrinos möchte man eben nachweisen in großen Laboratorien, die hier in unterirdischen Experimentierhallen aufgebaut sind. Hier sehen Sie den berühmten Super-Kamiokande-Detektor, der in der Kamiokande-Mine in Zentraljapan aufgebaut ist. Das ist eine ehemalige Kohlemine, in der eine Kaverne ausgehoben wurde, die 50.000 Tonnen ultrareinsten Wassers aufgenommen hat, fast. Und dieser Raum, dieser riesige Raum mit mehreren 10 Metern Höhe, dieser Raum ist von mehr als 11.000 Lichtverstärkern ausgekleidet. Die Wände des Raums sind eben eng bestückt mit diesen Lichtverstärkern und diese unterirdische Halle ist gefüllt mit dem Wasser, ist natürlich stockfinster und Neutrinos, die dort einschlagen und in wenigen Ereignissen gemessen werden können, auch von der Supernova. Diese Neutrinos machen Lichtblitze, die dann von diesen Lichtverstärkern gemessen werden können. Sie sehen hier auf der rechten Seite noch ein Schlauchboot mit drei Technikern, die eben diese Lichtverstärker in diesem Experiment warten. Hier ist ein anderes dieser Experimente, die nach Supernova-Neutrinos einer Supernova in unserer Milchstraße Ausschau halten, das sogenannte Ice Cube-Experiment, das direkt neben der amerikanischen Südpolstation aufgebaut ist. Dieses
Experiment ist tief ins Eis eingeschmolzen, in mehr als eineinhalb Kilometer Tiefe im Eis sitzen dort mehr als 5000 dieser Lichtmessgeräte, dieser Lichtverstärker und überwachen 1 Milliarde Tonnen Eis. Und wenn Neutrinos aus einer Supernova diesen Detektor erreichen, dann werden diese Neutrinos Licht in diesem Detektor produzieren, das gemessen werden kann. Wir haben allerdings auch Experimente, die nach anderen Signalen aus dem Supernova-Zentrum Ausschau halten, nach den von Albert Einstein vorhersagten Gravitationswellen. Hier sind Detektoren, die diese Raumzeitschwingungen verursacht durch solche Schwipp-Schwapp-Bewegungen, verursacht durch diese heftigen Materiebewegungen im Supernova-Zentrum, die solche Gravitationswellen von solchen Materiebewegungen messen werden. Und der Detektor links ist der Virgo-Detektor bei Pisa in Italien. Und es gibt zwei Instrumente der Sorte, die da rechts im Bild zu sehen sind. Zwei Instrumente des LIGO-Detektors, des amerikanischen. Eines dieser Instrumente im Bundesstaat Washington, das andere im Bundesstaat Louisiana. Und diese Anlagen haben Arme mit mehreren Kilometern Länge, in denen Laserlicht hin und her geschickt wird, an Spiegeln reflektiert, mehrere hundert Male. Und dieses Laserlicht wird dann in der Experimentierhalle zusammengeführt und durch interferometrische Effekte, durch Lichtüberlagerungseffekte kann also dann gemessen werden, ob eine solche Gravitationswelle die Raumzeit um den Detektor herum verbogen hat und damit eben das Licht abgelenkt hat. Eines solcher Experimente haben wir auch in Deutschland in der Nähe von Hannover, ein deutlich kleineres mit nur 0,6 Kilometern Armlänge. Dieses Instrument dient aber vor allem zur Entwicklung von Messgeräten und ist nicht sensitiv genug, um Supernova-Signale einzufangen. Ja, wann ereignet sich dann die nächste galaktische Supernova? Wir können das nicht genau vorhersagen. Wir wissen nur, dass das definitiv sein wird. Es ist also nicht eine Frage des Ob, sondern lediglich eine Frage des Wann. Aufgrund statistischer Überlegungen wissen wir allerdings, dass mehr als 1000 solcher Supernovae bereits ihre Signale, ihre Lichtsignale, aber auch Gravitationswellen und Neutrinos auf den Weg zu uns geschickt haben. Wir müssen also nur genug Geduld haben mit unseren Detektoren, um solche Signale auch einzufangen. Einer der Kandidaten für ein solches Supernova-Ereignis ist hier auf dem Bild dargestellt, der relativ erdnahe Riesenstern mit ca. 20-facher Masse der Sonne, der sogenannte Beteigeuze-Stern im Sternbild Orion. Nur 600 Lichtjahre entfernt von der Erde, also diese Supernova wird spektakulär am Himmel erstrahlen, sogar tagsüber zu sehen sein. Gott sei Dank in 600 Lichtjahren Entfernung und nicht nur in 150 Lichtjahren Entfernung, weil ab einem kleineren Abstand von etwa 150 Lichtjahren wird das Licht, das von einer solchen Supernova kommt, insbesondere die Röntgenstrahlung für unsere Erdatmosphäre, schädlich. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen die Lektüre meines kleinen Büchleins Supernovae und kosmische Gammablitze. Da ist also über diese Ereignisse sehr viel geschrieben und lässt sich, glaube ich, auch für den informierten Laien gut lesen. Und zum Abschluss des Vortrages möchte ich noch auf die Veranstaltung am Donnerstagabend hinweisen, wo dann mein Kollege Siegfried Eggel über Big Data und Big Astronomy reden wird. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit heute und für Ihr Interesse an meinem Vortrag. Ich bin jetzt, stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, eine Frage ist bereits hier. Wie viel Prozent der Energie werden bei unserer Sonne als Neutrinos emittiert? Ja, das ist nur ein kleiner Teil der Energie, die von der Sonne erzeugt wird. Also etwa einige Prozente, 10% vielleicht, kommt letzten Endes dann in Neutrinos raus. Die Neutrinos haben relativ wenig Energie, aber diese Neutrinos kommen in einem hohen Fluss. Die Energiebilanz der Sonne wird vor allem bestimmt durch die Positronen, die im Inneren der Sonne stecken bleiben, und durch die Photonen, die sofort thermalisieren. Und dann transportiert die Sonne diese Energie an die Oberfläche durch Lichtteilchen, aber auch durch konvektive Effekte. Zweite Frage ist, wird das Heliumbrennen der Sonne tatsächlich nochmal 3 Milliarden Jahre andauern? Ja, mein Kenntnisstand ist, dass die Heliumbrennphase der Sonne weitere 2 bis 3 Milliarden Jahre dauern wird. Wir haben ja heute recht präzise Modelle, um die Zukunft der Sonne
zu berechnen. Und mein Kollege Achim Weiß hier in Garching arbeitet auch an solchen solaren Modellen. Sind Pulsare und Magnetare das Gleiche? Nein, Pulsare und Magnetare sind zwei verschiedene Ausprägungen von Neutronensternen mit starken Magnetfeldern. Also Pulsare sind Neutronensterne mit Magnetfeldern von maximal so etwa 10 hoch 13, 10 hoch 12 bis 10 hoch 13 Gauss. Das ist schon milliardenfach stärker als die Magnetfelder der Sonne. Und Magnetare sind noch viel stärker magnetisierte Neutronensterne. Das sind Neutronensterne mit ultrastarken Magnetfeldern bis 10 hoch 15 Gauss und noch stärker. Und diese Neutronensterne verlieren also sehr, sehr schnell Energie, Rotationsenergie, indem sie Strahlung durch diese Magnetfelder produzieren. Nächste Frage. Wenn bei einem sterbenden Stern sich seine einzelnen Schalen zu schweren Elementen weiter umwandeln, wie schnell kann zwischen den Schalen der Brennvorgang umschalten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine relativ kurze Phase. Also ich kann also die Zahl dafür gar nicht angeben, weil diese Entwicklungsphasen auf den Entwicklungsdiagrammen normalerweise nur so ein Schlenkerer in der eine gewisse Krümmung dieser Kurven darstellen. Aber ich habe keine Zeitangabe dafür, aber ich stelle mir vor, dass dieser Vorgang wenige tausend Jahre dauert maximal, weil diese Sterne natürlich dann im Inneren beginnen, sich zusammenzuziehen. Aber die können das nur machen, wenn sie schon Energie verlieren und der Transport aus dem Stern heraus von Energie dauert eben über Konvektion oder Strahlung doch deutlich länger. Also instantan ist das nicht. Das vollzieht sich wahrscheinlich über Jahrtausende. Nächste Frage. Welche Energie und welche Wechselwirkung mit Materie haben die Neutrinos im Vergleich zu solaren Neutrinos? Ja, das ist eine gute Frage, auch weil solare Neutrinos natürlich Elektronneutrinos sind, die in den Detektoren eingefangen werden. Die Neutrinos, die aus der Supernova kommen, die messen wir vor allem über Antineutrinos. Da kommen eben auch große Mengen von Antineutrinos, die es uns erlauben, Antineutrino-Einfänge auf Protonen zu messen. Also die Energie dieser Neutrinos ist typischerweise 10 bis 20 Megaelektronenvolt. Also die sind etwa 20 Mal energiereicher als die Neutrinos aus der Sonne. Und die Antineutrinos wechselwirken durch Absorptionsreaktionen vor allem auf Protonen, erzeugen auf diesem Weg eben Positronen. Und die Positronen machen dann Cherenkov-Licht in den Detektoren bei der Abbremsung, indem sie eben wechselwirken in der Materie des Detektors. Nächste Frage. Welche Helligkeiten können Supernova-Explosionen erreichen? Ja, also Supernovae werden, ich habe mich in meinem Vortrag ein bisschen um diese Zahlen herumgedrückt, weil für viele Zuhörer mögen diese Zahlen nicht viel bedeuten, denn ohne Zehnerpotenzen kommt man da eigentlich nicht aus. Aber ich will es Ihnen mal im Vergleich zur Sonne sagen. Also im Vergleich zur Sonnenhelligkeit sind Supernovae in der maximalen Lichtstärke um ungefähr 14 bis 15 Größenordnungen heller, also 10 hoch 49 Erg pro Sekunde. Strahlen solche Supernovae in ihrer lichtstärksten Phase ab. Die Sonne hat eine Lichtabstrahlung von etwa einigen 10 hoch 33 Erg pro Sekunde. Also wie gesagt, Supernovae sind so hell wie alle Sterne einer Milchstraße zusammengenommen in ihrer hellsten Phase. Die scheinbaren Helligkeiten will ich nicht beantworten. Das hängt natürlich vom Abstand dieser Supernovae ab. Und ich bin kein Astronom, kein beobachtender Astronom. Mir sagen diese Magnituden ist nicht viel. Aber ich sage Ihnen, Supernovae in unserer Milchstraße werden wir während des Tages beobachten können. Also Sie können dann am Tag außen am Himmel können Sie diese Sterne sehen. Was kennzeichnet denn eine erfolgreiche, verglichen mit einer nicht erfolgreichen Simulation, rechnerische Stabilität? Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dieser Frage angesprochen wird. Rechnerische Stabilität, wenn Sie das wenn Sie so eine Frage stellen, dann sehe ich da natürlich für mich als Numeriker die Frage gestellt, ob solche Rechnungen numerisch stabil sind. Natürlich müssen wir gewährleisten, dass die Rechnungen numerisch stabil verlaufen. Das heißt, dass wir keine numerischen Artefakte in unseren Rechnungen als Physik interpretieren. Solche elementaren Hausaufgaben müssen wir natürlich erledigen, wenn wir auf Supercomputern Rechenzeit beantragen und unsere Rechnungen durchführen.
Erfolgreich würde ich sagen, das hängt ganz von der Perspektive ab. Wenn Sie an Supernovae interessiert sind, dann wollen Sie eine solche Rechnung natürlich letztendlich explodieren sehen am Ende der Rechnung. Sie wollen also die Physik der Supernovae studieren. Wenn Sie an der Bildung von schwarzen Löchern interessiert sind, dann kann der Nichterfolg einer Explosion oder die nicht erfolgreiche Explosion für Sie der interessantere Fall sein. Denn dann studieren wir mit unseren Berechnungen den Bildungsprozess und die Physik bei der Entstehung von stellaren schwarzen Löchern. Und wenn wir einen Erfolg in unseren Explosionen als Supernova vermelden, dann müssen wir definitiv sehen, dass die Stoßwelle durch den Stern nach außen beschleunigt, und letztendlich auch die Explosion sich hinter dieser Stoßwelle aufbaut, die beobachtbare Explosionsenergien erklärt von solchen Supernovae. Nächste Frage. Wie geht denn die irre schnelle Rotation des Protoneutronensterns in den Explosionsprozess ein? Das ist eine Frage, da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten. Denn die Neutronensterne entstehen vermutlich langsam rotierend und der Neutronenstern, der 33 Mal im Krebsnebel rotiert, ist eine Ausnahme. Dieser Neutronenstern hat schon bei seiner Geburt etwa 10 Mal, 15 Mal pro Sekunde um die eigene Achse rotiert. Das wissen wir, wir können zurückrechnen, die 1000 Jahre, die wir den Krebsnebel beobachten, können wir die Abbremsung dieses Neutronensterns rückrechnen. Und wir schätzen ab, dass circa die Umdrehungszeit bei der Entstehung circa 15 Millisekunden war, also etwa halb so schnell wie heute. Also der Neutronenstern mit seiner Umdrehung 15 Millisekunden bei der Supernova hätte kaum einen Einfluss auf den Explosionsmechanismus. Sie müssten Neutronensterne bei der Entstehung schon etwa ein bis zweimal pro Millisekunde, also pro ein bis zweimal pro, also 1000 Mal pro Sekunde oder 500 Mal pro Sekunde rotieren lassen, um die Explosion nennenswert zu verändern. Also die Neutronensternrotation ist in den meisten Fällen ein Effekt, der nach der Explosion vermutlich durch die Akkretion von weiterer Materie passiert. Und wir wissen, dass viele dieser Pulsare, die wir beobachten, in Doppelsternsystemen Materie von einem Begleitstern aufgenommen hat und auf diesem Weg diese Neutronensterne eben sehr, sehr schnell zu rotieren beginnen. Ja, nächste Frage. Gab es da nicht mal eine Theorie, dass die Materie aus den äußeren Schalen auf den Eisenkern einstürzt, weil es ja in dem Bereich die Fusion der Schwerkraft nicht mehr entgegenwirken kann, womit das als Auslöser der Explosion ist, weil die Materie von dem dichten Protoneutronenstern zurückgeworfen wird, abprallt? Naja, das hatte ich erwähnt. Also diese Materie, die da auf den Neutronenstern einregnet, auf den sich bildenden Neutronenstern einregnet, die prallt in der Tat ab. Aber dieser Abprall alleine ist kein Auslöser der Explosion. Das hat eben bereits, hat sich in Rechnungen bereits in den 1960er Jahren abgezeichnet und wurde dann weiter bestätigt durch immer bessere Rechnungen in den 1980er und nochmal weiter, nochmal verbesserte Rechnungen in den 1990er Jahren haben gezeigt, dass die abprallende Stoßwelle auf direktem Wege die Explosion der Sterne nicht verursachen kann. Wir brauchen, wie ich erläutert habe, die Neutrinos als Hilfsmittel. Wir brauchen den Energiebeitrag, den Input von Neutrinos, um die Explosion zu zünden. Nächste Frage. Welcher Anteil der Sternmasse endet im Neutronenstern und welcher Anteil wird durch die Explosion abgesprengt? Wie hängen diese Anteile von der Masse des Ursprungssterns ab? Das ist jetzt auch wiederum eine Frage, die im Prinzip nicht mit einer Antwort zu beantworten ist, weil eben die Ereignisse so vielgestaltig sind, mit denen diese Supernovae beginnen. Also die Sterne. Es gibt sehr unterschiedliche Sterne, die zu Neutronensternen kollabieren und Supernovae machen können. Gehen wir von normalen Sternen auf, sagen wir mal, so ein Stern hat 15 bis 20 Sonnenmassen. Dann verliert der Stern im Laufe seines Lebens einige Sonnenmassen durch Sternwinde und kollabiert dann vielleicht mit, sagen wir, 14 bis 18 Sonnenmassen. So ein Stern verliert den größten Teil seiner Materie in der Supernova-Explosion, nur etwa eineinhalb Sonnenmassen, eineinhalbfache Masse der Sonne wird letzten Endes im Neutronenstern landen. Es gibt aber auch Sterne, die während ihres Lebens enorme Mengen an Materie bereits
in Winden oder in Wechselwirkungsereignissen mit Begleitsternen verlieren. Und solche sogenannten gestrippten Sterne, also Sterne, die ihre Hüllen abgestreift haben, solche Sterne können 50% oder sogar mehr als 50% ihrer Materie zum Neutronenstern werden lassen, während nur ein Teil, ein kleinerer Teil der Materie, vielleicht einige Zehntel Sonnenmassen, außen bei dem Supernova-Ereignis abgesprengt werden. Also es gibt eine ganze Palette von verschiedenen Supernova-Typen, Ausprägungen von Supernovae, die sich sehr stark in ihren observablen, in ihren beobachtbaren Eigenschaften unterscheiden. Und ich kann das nicht generalisieren und sagen, 90% der Masse werden ausgeschleudert, 10% landen im Neutronenstern. Das ist leider sehr stark abhängig vom speziellen Stern, der explodiert. Nächste Frage. Wie werden die zufälligen Inhomogenitäten simuliert? Sind die Ereignisse unabhängig von der Art der Inhomogenität? Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, im Augenblick nicht wirklich hundertprozentig beantwortet werden kann. Also wie die simuliert werden, kann ich Ihnen schon sagen. Wir müssen letztendlich die Gleichungen lösen, die die Bewegung des stellaren Gases verfolgen. Und diese Plasmagleichungen, die wir da lösen, die bilden eben unter bestimmten Bedingungen solche Instabilitäten aus. Die kennen wir aus dem Labor, das sind sogenannte Rayleigh-Taylor-Instabilitäten, aber auch diese Schwib-Schwab-Instabilität. Und die werden in unseren Simulationen durch kleine Störungen ausgelöst. Diese Störungen können wir entweder per Hand induzieren, also wo wir ganz, ganz winzige, kleine Amplituden von Störungen als Saat auf unsere Simulation draufsetzen und dann wachsen diese Instabilitäten, weil sie eben Instabilitäten sind, exponentiell an und führen eben zu so großen Deformationen. Ob die Ereignisse, die Supernovae, nun unabhängig sind von diesen Instabilitäten, ich würde sagen, eben die Frage ist nur teilweise beantwortet. Wahrscheinlich nicht ganz, denn diese verschiedenen Ausprägungen der Instabilitäten können verschiedene Deformationen und Asymmetrien hervorrufen. Und die größten Deformationen bekommen wir, die größte Asymmetrie der Explosion bekommen wir, wenn wir Phasen haben, in denen diese Schwib-Schwab-Instabilität auftritt, die ja dann den Stoß hin und her schleudert und sehr, sehr starke Deformationen verursachen kann. Ob diese Schwib-Schwab-Instabilität in jeder Supernova auftritt oder die meisten Supernovae durch eine konvektive Instabilität, also wo diese Gasblasen zu sehen sind, dieses Blubbern und Brodeln dieses Gases auftritt, das wissen wir jetzt im Augenblick nicht. Dafür brauchen wir mehr Rechnungen in drei Dimensionen. Ich habe Ihnen schon gesagt, die dreidimensionalen Rechnungen verschlingen unheimliche Mengen von Rechenzeit. Und es ist mittlerweile leider nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren, solche Rechenzeit zu bekommen, weil wir sehr starke Konkurrenz haben auf den Computern durch Kosmologen, die die Entwicklung unseres Universums rechnen wollen. Und auf der anderen Seite durch Leute, durch Kollegen, die die Verschmelzung von Neutronensternen oder schwarzen Löchern für Gravitationswellenmessungen simulieren. Und wenn wir da in Rechenzeitanträgen sagen, wir wollen noch eine Supernova mehr simulieren, dann wird halt oft das ein Problem für uns, weil die Rechtfertigung, solche Simulationen zu machen und diese Riesenmengen von Computerzeit zu benutzen, natürlich nicht immer evident ist für Leute aus anderen Gebieten. Ja, nächste Frage. Welche Art Generation von Neutrinos entsteht dort vor Ort? Also Generation, ja, wir sagen Flavor, also welchen Geschmack haben die Neutrinos, die dort entstehen im Supernova-Zentrum? Alle Arten von Neutrinos entstehen, alle Generationen von Neutrinos. Es entstehen Elektroneutrinos und Antineutrinos, Myon-Neutrinos und Antineutrinos und Tau-Neutrinos und Antineutrinos. Die Elektroneutrinos und Antineutrinos entstehen vor allem durch die sogenannten Beta-Prozesse, also das sind Wechselwirkungen von Elektronen und Positronen im Supernova-Inneren mit Nukleonen, wo sich also die Nukleonen dann umwandeln in das andere Nukleon jeweils. Die Myon- und Tau-Neutrinos entstehen vor allem durch Neutrino-Paarerzeugung, wo Elektron-Positron-Paare annihilieren und Neutrinos und Antineutrinos aller Flavors machen, aller Generationen machen. Oder über den sogenannten Bremsstrahlungsprozess, wo Nukleonen-Nukleonen-Bremsstrahlung Neutrinopaare erzeugt. Nächste Frage. Wieso können Supernovae als Standardkerzen für die Entfernungsmessung verwendet werden? Ja, das ist jetzt wieder eine schöne Frage, gute Frage, berechtigte Frage. Aber auch das, da steckt wieder ein weiterer Vortrag in dieser Frage. Da würde ich empfehlen, vielleicht meinen Kollegen Fritz Röpke mal einzuladen oder Wolfgang Hillebrand, die arbeiten über diesem Thema mit verschiedenen Supernovae. Lassen Sie mich ganz kurz dem Fragesteller, der Fragestellerin
Ich kriege leider alle Fragen nur von der Kollegin Caroline Liefke gestellt, deswegen weiß ich nicht, ob ein er oder sie dahinter steckt. Also diese Frage ganz kurz beantworten. Die Standardkerzen, die Sie vielleicht meinen und aus der Literatur kennen, das sind vor allem die sogenannten Typ 1a Supernovae. Über die habe ich überhaupt nicht gesprochen. Das sind explodierende weiße Zwergsterne. Weiße Zwerge als Überreste massearmer Sterne, die dann in einem Doppelsternsystem mit einem Begleitstern entweder verschmelzen, einem anderen weißen Zwerg, oder von so einem Begleiter Masse aufnehmen. Über solche Ereignisse habe ich gar nicht gesprochen. Diese Ereignisse wurden zur Vermessung des Kosmos, der Entfernungen im Kosmos, als Standardkerzen benutzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese massereichen Sternexplosionen, über die ich gesprochen habe, als Standardkerzen zu benutzen. Da gibt es eine Methode eben aufgrund der Photonenemission dieser expandierenden Ejekta-Wolke, den Durchmesser dieser Wolke zu vermessen und mit dem Durchmesser oder mit anderen Worten den Radius zu bestimmen. Und mit der Radiusmessung, mit der Durchmessermessung dieser Explosionswolke kann man wiederum die Entfernung der Supernova messen. Und auch solche Supernovae kann man zur Entfernungsbestimmung benutzen. Das ist allerdings dann eben keine Standardkerze, sondern man macht das direkt für jedes Ereignis gesondert. Nächste Frage. Werden Quantencomputer die Forschung beschleunigen? Ja, bin ich der Prophet, der weiß, wozu Quantencomputer vielleicht mal in 20, 30 Jahren fähig sein werden? Ich weiß es nicht. Also für meinen eigenen Horizont, sowohl was meine wissenschaftliche Tätigkeit angehen wird, wie auch vielleicht meine Lebzeit, glaube ich nicht mehr, dass ich es erleben werde, dass Quantencomputer für solche Zwecke eingesetzt werden. Aber vielleicht mal in einigen Jahrzehnten, wenn man Quantencomputer für allgemeine Zwecke benutzen kann, vielleicht ja, vielleicht wird das im Zusammenhang auch gemacht dann lernfähigen Algorithmen, die mit vielen Rechnungen, die dann existieren, letztendlich als artifizielle Intelligenz benutzt werden können, als künstliche Intelligenz. Ich weiß es nicht. Das sind wirklich weit in die Zukunft reichende Perspektiven. Und wir müssen da sehen, was zukünftige Forschung uns auch in anderen Gebieten bringen wird. Ja, wir sind scheinbar am Ende der Fragen angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich weise auch nochmal auf diesen Vortrag hin, der am Donnerstag, dem 6. Mai um 19 Uhr live stattfinden wird. Und ich möchte Sie auch nochmal einladen, wenn Sie Gefallen an dieser Serie von Vorträgen finden, den YouTube-Kanal des Hauses der Astronomie doch zu abonnieren. Herzlichen Dank nochmal für Ihr Beisammensein mit mir heute Abend oder überhaupt Ihr Interesse an diesem Film, und auf Wiedersehen.